Ich gebe vielleicht am Anfang ein bisschen den Hintergrund, auf dem unser Ansatz stattfindet. Grundsätzlich kann man sagen, Unternehmen sind Systeme, die Zukunftsgeschichten erzählen. Also gerade in einer wachstumsorientierten Ökonomie, wie wir sie haben, man braucht nur alles möglichen Sonntagsreden von Vorstandsvorsitzenden anschauen oder irgendwelche Broschüren und Internetauftritte von Unternehmen. Unternehmen erzählen immer Zukunftsgeschichten. Wo werden wir in Zukunft sein? Also Geschichten über die Zukunft der Organisation und dann eben Schritte zu unternehmen, um diese Zukunft zu erreichen. Man könnte vielleicht sogar sagen, Unternehmen sind Systeme, deren Erzähltempus in erster Linie das Futur ist, im Gegensatz zu den meisten anderen Erzählformen, in denen das Präteritum, wie wir es aus der Literatur zum Beispiel kennen, als Erzähltempus vorherrscht. Unternehmen fokussieren sich dabei sehr stark eben auf Zukunftsvisionen. Die drei wichtigsten Typen von solchen Zukunftsvisionen sind zum Beispiel, so werden wir sein, also so werden wir uns als System weiterentwickeln im Hintergrund des Change-Prozesses. Das werden wir anbieten, Produktinnovationen zu entwickeln oder eben ganz banal oder nicht so banal, diesen Gewinn werden wir machen, also Umsatzerwartungen der Zukunft. Also es sind immer diese Erzählungen in die Zukunft oder eine Art Erzählungen in die Zukunft hinein, wie das Unternehmen in 5 Jahren, in 2 Jahren, in 10 Jahren sein will. Also wer sich mit Unternehmen bewegt, weiß, dass Mitarbeiter die Hälfte ihrer Arbeitszeit in Strategieentwicklungsworkshops verbringen. Ein Problem dieser Zukunftsgeschichten, die in Unternehmen erzählt werden, ist, dass sie sich eigentlich nahezu ausschließlich um den Endzustand kümmern, also den Endzustand der Geschichte, wie wir sein werden. Es sind in Wirklichkeit keine richtigen Geschichten, sondern es sind in Wirklichkeit Beschreibungen eines Endzustandes. Und es fehlt der Anfang der Geschichte vom Ausgangszustand über das Ereignis, über die Grenzüberschreitung hin zu diesem Endzustand. Ein Problem, das dann häufig auftritt in Unternehmen, sind, dass Innovationen nicht funktionieren, weil sie eben nicht geerdet sind, weil sie eben nur als eine Zukunftsvision entwickelt sind oder Change-Prozesse sehr häufig, die auf halbem Weg stecken bleiben. Also ich glaube fast, man kann sagen, 80-90% aller Change-Prozesse, die in Unternehmen aufgesetzt werden, erreichen nicht das Ziel, das am Anfang gesetzt worden ist. Mitarbeiter, die nicht mitziehen, also die überhaupt keinen Ankerpunkt finden, um diese Zukunftserzählung in ihrem täglichen Alltag wiederzufinden, oder Umsatzziele, die eben nicht erreicht werden. Das heißt, Geschichten, die Fiction bleiben, weil sie als Geschichten eben in der Luft hängen. Wenn solche Projekte scheitern, reagieren Unternehmen meistens mit immer mehr vom Gleichen. Das heißt, sie verstärken die Fokussierung auf dieses Zukunftsbild, auf diesen Endzustand, den sie erreichen wollen, machen irgendwelche Trendforschungsprojekte, versuchen diese Zukunft noch näher zu beschreiben, bleiben aber weiter fokussiert auf diesen Endzustand der Geschichte, ohne sich um den Ausgangszustand zu kümmern. Die Alternative wäre, man könnte diese Geschichte, diese Zukunftsgeschichte, die da erzählt wird, auch in der Gegenwart beginnen lassen. Weil die Gegenwart ist ja der einzige Zustand oder die einzige Phase in dieser Zukunftsgeschichte, über den man wirklich kennt und über den man wirklich Aussagen treffen kann. Eine solche Zukunftsgeschichte hätte einen klaren Ausgangszustand und einen klaren Endzustand. Also Sie alle kennen ja also das grundsätzliche narrative Modell, das einen Ausgangszustand hat, einen Endzustand und dazwischen ein Ereignis, eine Grenzüberschreitung, die Transformation vom Ausgangszustand zum Endzustand vollzieht. Also der Ausgangszustand als ein anderer als der Endzustand.
Denn jede Zukunft oder jede Zukunftsgeschichte hat eine Vergangenheit, nämlich die Gegenwart. Und die Gegenwart zu kennen, heißt, die gegenwärtigen Systemregeln zu erforschen, die Identität des Unternehmens. Also rauszubekommen, wie das Unternehmen im Moment so tickt und was letztlich die Basis ist, also der Ausgangszustand jeder Geschichte, die in die Zukunft erzählt wird. Wenn man jetzt die meisten Führungskräfte in Unternehmen fragt, ja, ja, Gegenwart kennen wir schon, wir wissen ganz genau, wie die Gegenwart ist, wir haben ja alles definiert, alle Organisationsstrukturen, alle Hintergründe, alle Strukturogramme und so weiter. Was sie aber in Wirklichkeit nur kennen, ist nur eine Art postulierte Identität oder offizielle Identität des Unternehmens, was organisationale, strukturelle und ökonomische Beschreibungen und Regeln sind. Also was offiziell vom Unternehmen vorgegeben hat. Was sie aber nicht kennen, sind die mentalen Systemregeln dieses Systems. Man könnte das auch die erlebte Identität des Unternehmens nennen, also wie die Mitarbeiter und auch die Führungskräfte, wie die das Unternehmen in Wirklichkeit erleben und seine Regeln. Da sind so Fragen drin wie, was halten die Mitarbeiter eigentlich für möglich oder unmöglich in diesem Unternehmen? Das ist meistens ganz was anderes, als was offiziell definiert wird, was das Unternehmen für möglich hält und nicht möglich hält. Was halten sie überhaupt für sinnvoll und was für sinnlos? Und wenn Mitarbeiter was für sinnlos halten, dann kann man noch so gute Motivationsinstrumente einsetzen. Sie werden nicht mitziehen in diesem Punkt. Und welche Vorstellungen und Ideen über das Unternehmen und seine Zukunft haben Sie? Was denken die eigentlich, wie sich das Unternehmen weiterentwickeln wird? Und diese erlebte Identität kennt in der Regel niemand im Unternehmen, also ist latent vorhanden, drückt sich in Handlungen und Regeln aus, ist aber nicht beschreibbar vom Unternehmen selbst. Die erlebte, und was ist diese erlebte Identität letztlich oder wo schlägt sich die nieder? In den Geschichten darüber, wie wir geworden sind, was wir sind. Also Sie wissen ja vielleicht auch in der Identitätsforschung, in der Psychologie hat sich in den letzten 15, 20 Jahren durchgesetzt, dass man als Identität gewissermaßen die Menge an Geschichten, die ein Individuum über sich selber erzählt, die andere über es erzählen und Geschichten, in die es reingeboren ist, also in komplexeren Systemen, zum Beispiel wir Deutsche sind alle in eine Geschichte reingeboren, die mit dem Dritten Reich zu tun hat und was unsere Identität als Deutsche sehr stark mitbestimmt. Also Identität als Menge an Geschichten, die das System, und das gilt auch für kollektive Systeme wie Unternehmen, selbst über sich erzählt und das andere über sich erzählen. Also diese erlebte Identität. Und das ist das, was wir das Unternehmen im Kopf nennen, also die mentalen Systemregeln, die sich nur über diese Geschichten, die im Unternehmen erzählt werden, rekonstruieren lässt. Also dass niemand jetzt einfach vorbeten könnte. Also hier zu dem, was ich vorher gesagt habe, noch ein Zitat von Sharon Brunner, amerikanischer Psychologe, der schon in den 80er Jahren als einer der ersten diesen Zusammenhang von Narrationen und Identität beschrieben hat. Menschen verwandeln ihre Erfahrungen der Welt und ihre eigenen Rolle in dieser Welt in Geschichten und definieren so gewissermaßen ihre Identität. Unterstützt wird, vielleicht nur als kleiner Exkurs, diese Wichtigkeit von narrativen Inhalten auch von der Gehirnforschung. Verschiedene Gehirnforscher nehmen ja verschiedene Arten von Gedächtnis an, die im Gehirn lokalisiert werden. Zwei Arten von Gedächtnis wird aber eigentlich überall zugrunde gelegt, nämlich ein Faktenwissengedächtnis, das reine Fakten ohne größere Zusammenhänge, also Pi ist 3,14 und noch ein paar zerquetschte und solche Fakten speichert, und ein episodisches Gedächtnis, ein Teil davon ist das autobiografische Gedächtnis, das eben Erlebnisse, Ereignisse und Erfahrungen in Form von einer Art Narrativen speichert.
Und der Neurobiologe Manfred Spitzer hat einmal gesagt, Geschichten treiben uns um, nicht Fakten. Geschichten enthalten Fakten, aber diese Fakten verhalten sich zu den Geschichten wie das Skelett zum ganzen Menschen. Also über die Geschichten, die ich erzähle, als Siemens-Mitarbeiter, als BMW-Mitarbeiter, als was auch immer, darin wird meine Identität als Mitarbeiter dieses Unternehmens und damit im kollaborativen Erzählen solcher Geschichten auch die Identität des Unternehmens festgelegt. Diese erlebte Identität, also was die Identität des Unternehmens ist, kann man also am besten erforschen, indem man sich die Geschichten darüber anschaut, wie wir als Unternehmen geworden sind, was wir sind. Also die Geschichten über die Entstehung des gegenwärtigen Zustands, darüber kann man die Identität des Unternehmens erforschen. Und das ist genau das, was wir machen in unserer sogenannten Storytelling-Analyse. Wir lassen Mitarbeiter ihre Arbeitsbiografie erzählen. Also wir, in der Regel ist es so, dass wir, wenn wir so einen Auftrag kriegen, weil es um ein Change-Projekt oder um einen Kulturwandel in dem Unternehmen gibt, eine größere Liste von potenziellen Gesprächspartnern kriegen, aus denen wir uns dann welche aussuchen, sodass das anonym bleibt, wer erzählt. Und wir suchen uns dann ein Sample aus, das möglichst ausgewogen ist, verschiedene Abteilungen, verschiedene Hierarchiestufen, verschiedene Geschlechter, also Frauen und Männer, das alles Leute, die länger im Unternehmen sind, länger Leute, die erst kurz im Unternehmen sind. Und die, mit denen machen wir narrative Interviews und stellen im Idealfall nur eine einzige Frage am Anfang des Interviews. Erzählen Sie doch mal vom ersten Tag, als Sie hier angefangen haben, bis heute, was da so alles Wichtiges passiert ist. Und in diesem Idealfall erzählt dann der eine halbe, dreiviertel Stunde seine Zeit, seine 10, 15 Jahre bei Siemens, bei BMW. In der Realität müssen wir teilweise noch andere Fragen stellen, aber wir stellen immer nur Fragen zum Diskurs und nie zu den Inhalten. Also wir fragen zum Beispiel, über die 90er Jahre sind sie jetzt ein bisschen schnell weggegangen, gibt es da noch weitere Erlebnisse oder Ereignisse, die da wichtig waren? Oder Sie haben vorher von diesem widerlichen Chef erzählt, mit dem Sie zusammenarbeiten mussten. Gab es da bestimmte Erlebnisse, die Sie damit noch verbinden? Wir stellen aber keinerlei inhaltliche Fragen. Also wir stellen keine Fragen wie ist es bei Ihnen mit der Teamorganisation, wie ist es bei Ihnen mit der Kundenorientierung, weil ein Indiz auch ist, was in diesen Geschichten dann nicht vorkommt. Also wir haben es erlebt, dass in 40 einstündigen Erzählungen von Mitarbeitern eines Unternehmens weder das Wort Kunde noch das mentale Konzept Kunde ein einziges Mal vorkam, weil die gesamte Identität geprägt war und diese Geschichten allein durch interne Rangeleien und interne Umorganisationen und so weiter. Also das ist dann auch ein wichtiges Indiz, was in diesen Geschichten eben nicht drin ist. Diese Geschichten legen wir gewissermaßen übereinander und analysieren sie nach Methoden der Semiotik, der Erzähltheorie, der strukturalen Textanalyse und zwar immer mit dem Fokus der Gemeinsamkeiten dieser Erzählungen. Also uns interessieren gar nicht so die individuellen Unterschiede, sondern was ist eigentlich so ein Metanarrativ, das sich durch all diese Geschichten durchzieht. Und das dann eben das Unternehmen im Kopf ausdrückt oder gewissermaßen der Ausdruck oder die Identitätsgeschichte ist dieses Unternehmens im Kopf, dieser mentalen Regeln, die im Unternehmen gelten. Von Unternehmensseite werden wir oft gefragt, warum wir eben Geschichten erzählen lassen und keine Fragen stellen. Ganz einfach, weil auf Fragen bekommt man nur Meinungen und Meinungen haben in der Regel nichts oder sehr wenig zu tun mit realem Handeln. Wenn ich jemanden frage, wie wichtig ist Ihnen Kundenorientierung, sagt er natürlich, Kundenorientierung, wahnsinnig wichtig, weil heutzutage kann man im Unternehmen nicht, ebenso wenig wie man im Mittelalter nicht katholisch sein konnte, kann man in einem heutigen Unternehmen nicht kundenorientiert sein. Sonst kommt man sofort auf den Scheiterhaufen.
Aber wenn Leute erzählen von ihren Handlungen, dann bekommt man eben raus, was wirklich die Geschichten sind, die sie geprägt haben. Bloß vielleicht, also ich habe schon gesagt, wir analysieren nach struktureller Textanalyse, Semiotik, Erzähltheorie, nur ein Parameter, den wir uns immer anschauen und was uns selber überrascht hat, als wir angefangen haben. Wir schauen immer, wo ist eigentlich das zentrale Ereignis in diesen Geschichten, also die Grenzüberschreitung. Und häufig macht sich das fest, die Leute erzählen ja nicht unbedingt chronologisch, sondern durcheinander gewürfelt. Aber es gibt immer so diesen Punkt, wo sich das Früher vom Jetzt scheidet. Also wo die Mitarbeiter erzählen, früher war es so und so, früher waren wir ein kreatives Unternehmen, aber jetzt sind wir ein bürokratisches, eine bürokratische Struktur. Früher war es so und so und so und jetzt ist es so und so. Und das kann kurz zurückliegen, das kann aber auch länger zurückliegen. Und das Interessante ist, dass in allen Geschichten aus einem Unternehmen dieses zentrale Ereignis, diese Grenzüberschreitung an der gleichen Stelle liegt. Also und das ist ein Indiz dafür, dass man da wirklich sowas wie die Identität des Unternehmens beschreibt, wenn man diese Erzählungen sammeln. Also obwohl die in ihren auf der Oberfläche des Textes sehr heterogen erzählen, sehr heterogene Ereignisse, aber das zentrale Ereignis ist immer an der gleichen Stelle bei den Mitgliedern eines Systems. Also bildet sich da in dem Erzählen diese Identität ab. Das war was uns selber überrascht hat, was uns aber natürlich sehr zu Pass gekommen ist. Und wo in dieser Erzählung dieses zentrale Ereignis liegt, ist eine Funktion der Gegenwart. Also wir haben auch schon öfter in Unternehmen 5 Jahre später nochmal Geschichten gesammelt, dann lag das zentrale Ereignis woanders. Also ist die Weitererzählung dieser kollaborativen Unternehmensgeschichte ist nicht einfach ein Dazustückeln hinten, sondern es ist wirklich 5 Jahre später eine neue Geschichte, die jetzt diese veränderte Identität des Unternehmens ausdrückt. Ein zweiter Analyseparameter, bloß als Beispiel, wir schauen uns auch immer stark an, in welcher Form tropische Rede vorkommt, welche Metaphern benutzt werden, also bezogen auf bestimmte Ereignisse. Also da ist zum Beispiel, das ganze Unternehmen war in Bewegung, wo springst du jetzt hin, das sind lauter fahrende Züge und dann habe ich gesagt und du springst auf und der Zug und man weiß nicht, wo er hinfährt oder dann andere hat erzählt und dann war wieder eine Umorganisation und dann haben sie wieder gewürfelt. Und solche Tropen und Metaphern kamen eben sehr häufig vor, bezogen auf eine Umorganisation. Und das zeigt dann eben, was diese Umorganisation in den Köpfen der Mitarbeiter ist, nämlich kein geplantes Vorgehen, sondern eine wild, ungeplant gewürfelte Aktion. Und vielleicht zum Schluss noch ein paar Beispiele dafür, was da so alles rauskommen kann an Unternehmen im Kopf, an mentalen Regularitäten, die in dem Unternehmen gelten. Also ein Beispiel, wir wurden von einer Führungskraft geholt, die das Problem hatten, sie hatten ein neues Change-Projekt aufgesetzt und die Mitarbeiter zogen einfach nicht mit. Also die Mitarbeiter konnten weder durch die klassischen Managementmethoden des Zuckerbrots und der Peitsche, also weder durch Drohungen noch durch Motivationsmaßnahmen dazu bewegt werden, bei diesem Projekt mitzumachen. Und wir haben dann die Erzählungen gesammelt und haben festgestellt, dass ganz verstreut in ganz verschiedenen Kontexten immer wieder so Geschichten kamen wie: Da war da so mal ein Prozess und der wurde nach einem Führungswechsel abgebrochen. Oder ein anderer hat erzählt, dann wurde so eine Studie gemacht und die wurde nie umgesetzt. Also weiß nicht, was damit passiert ist. Und der Dritte erzählt, nach viel Mühe und wir waren dauernd in Projektgruppen und Workshops und ist das dann wieder sang- und klanglos eingeschlafen. Und dadurch hat sich bei ihnen die Überzeugung ausgeprägt,
der Vorstand hat jetzt ein neues Projekt aufgesetzt, es wird scheitern. Also das tiefe Wissen dieser Mitarbeiter war, Projekte werden bei uns nie zu Ende geführt und es hat überhaupt keinen Sinn, sich darin zu engagieren, weil die Liebesmühe ist völlig für die Katz. Und damit hatten wir ein Erklärungsmuster für diese Haltung der Mitarbeiter, warum die bei diesem Projekt nicht mitgezogen haben, aus den Erzählungen raus, die Mitarbeiter geliefert haben. Also ein Ansatzpunkt, wie man so eine Prägung dann auflösen kann, ist, dass man ein schnelles, kleines Projekt macht, das wirklich bis zu Ende geführt werden wird, sodass die Mitarbeiter erleben können, dass es nicht immer so gilt, dass diese Regel nicht immer so gilt, dass bei uns nie etwas umgesetzt wird. Also wäre ein mögliches Ergebnis, was aus diesen Erzählungen bezüglich auch der Unternehmensidentität rauskommen kann, ganz praktisch bestimmte Handlungen verhindert. Ein zweites Beispiel, es klingt jetzt komplizierter als es ist, das auch zeigt, dass dieses Unternehmen im Kopf, also diese quasi narrative Identität im Unternehmen, auch ganz starke finanzielle Einbußen haben kann. Das war ein Unternehmen, das im Vorjahr noch eine schwarze Null geschrieben hat in der Bilanz und plötzlich im Jahr darauf mehrere Millionen Miese ausgewiesen hatte. Und keiner konnte sich erklären im Unternehmen, woher das plötzlich kam, dass so viel Verlust gemacht wurde. Wir haben wieder diese Erzählungen gesammelt der Mitarbeiter und haben festgestellt, dass immer so kleine Erzählungen kamen, und quasi die Kostenaufstellung tue ich dann hinterm Komma ein bisschen schönen, um unser Werk besser dastehen zu lassen. Also ich mache nichts Schlimmes, das geht nur um Centbeträge, schöne ich einfach den Bericht ein bisschen nach oben. Oder andere erzählt, ja, und das wird eigentlich fast erwartet, dass man ein bisschen die Zahlen anpasst, wenn man sie nach oben berichtet, sodass unser Standort gut dasteht oder unsere Abteilung gut dasteht. Also es war eine implizite Systemregel, die da lautete, wenn du Zahlen nach oben berichtest, also mach keinen Betrug, aber schöne sie ein bisschen hinterm Komma, sodass es ein bisschen besser dasteht. Und über diese verschiedenen Berichtsebenen nach oben haben sich diese Schönungen eben so summiert, dass da unentdeckte mehrere Millionen Verlust zusammenkamen, von denen sich keiner erklären konnte, woher die entstanden sind. Und durch diese, durch diese Systemregeln konnte man dann eben erklären, wie das zustande gekommen ist. Ein drittes Beispiel, ein Familienunternehmen, ein sehr altes Familienunternehmen, das inzwischen, glaube ich, in der vierten, fünften Generation ist, wo auch die Inhaberfamilie mehr als 200 Personen umfasst, die organisiert sind in Familienräten und so weiter. Und wir haben die Geschichten gesammelt von Familienmitgliedern, die in irgendeiner Weise mit dem Unternehmen zu tun hatten und mit Führungskräften im Unternehmen. Und das Interessante war daran, dass die Funktion des Unternehmens in den Erzählungen der Familie, die war, die Familie aufrechtzuerhalten. Als große Gruppe von über 200 Leuten. Also wir brauchen das Unternehmen, um gewissermaßen uns als soziale Entität überhaupt noch wahrnehmen zu können. Und andererseits die Manager oder die Führungskräfte des Unternehmens, die Familie als Funktion für die Aufrechterhaltung des Unternehmens funktionalisiert haben. Also die haben immer gesagt, was ist positiv an dieser Familie und was vielleicht auch negativ, rein von den Unternehmenszielen her gedacht. Also die haben deutlich in zwei verschiedenen Realitäten gelebt, also zwei verschiedene Arten von Geschichten erzählt und quasi rekursiv die Familie des Unternehmens, das Unternehmen die Familie rekursiv diese Realität konstruiert, was dann häufig zu Missverständnissen geführt hatte, weil die Unternehmensführungskräfte von einer ganz anderen Rationalität ausgingen als die Familienmitglieder. Und ein letztes Beispiel, was ein Unternehmen,
das von sich das Image hatte oder wo die Mitarbeiter das Image hat, wir sind ein sehr bürokratischer, eingeschränkter Laden. Also bei uns muss man immer 5 Formulare ausfüllen, wenn man irgendwas haben will. Man kann nichts Neues machen, man ist sehr eingeschränkt. Es wird nie was entschieden, niemand geht ein Risiko ein, was Neues zu machen. Das war das Image von diesem Unternehmen, offiziell auch nach außen hin. Und wir hatten da mit mittleren Führungskräften, die alle so jünger waren, also Ende 30, Anfang 40, und die aber erzählt haben, aber bei mir ist es ganz anders. Ich habe einen tollen Chef und wir können Neues entwickeln und ich gestalte die Dinge nach meinen Prinzipien. Und wenn man wirklich was tun will, dann kann man das hier bei uns. Aber wir sind eine Insel. Also sonst ist der Laden ja furchtbar und bürokratisch und verkrustet und erstarrt. Ich habe Glück, also ich bei mir kann aber innovativ sein und kann wirklich was machen. Und wenn man dann diese verschiedenen Geschichten übereinander gelegt hat, hat man plötzlich gesehen, dass die nicht singulär waren, sondern dass nahezu alle von diesen Führungskräften dieses Bild erzählt haben. Und da konnte man beobachten, wie eine neue Identität des Unternehmens am Entstehen ist. Also man glaubt noch, dass es eine alte Identität gibt, erlebt aber schon was Neues, hält es für singulär. Wenn man aber die Geschichten von mehreren sammelt, stellt man plötzlich fest, das ist nicht singulär, sondern das ist schon der Mainstream. Also das Unternehmen ist besser, als es von sich selber denkt. Und das drückt sich eben wieder in diesen Geschichten aus, die erzählt werden in diesem Unternehmen. Also nochmal zusammenfassend zurück. Voraussetzungen für realistische Zukunftsgeschichten, für realistische Entwicklungen von Unternehmen ist es, die Gegenwart zu kennen, die Gegenwart des mentalen Zustands des Unternehmens im Kopf, dieses Unternehmen. Und die kann man aber nur kennenlernen, weder durch Fragen stellen noch durch Beschreibungen der Manager, sondern nur, wenn man die Geschichten, die im Unternehmen erzählt werden, die Geschichten, mit denen sich die Mitarbeiter die Identität des Unternehmens konstruieren, wenn man die kennt und analysiert. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Man hat ja, so wenn man das gehört hat, was du erzählt hast, immer so das eigene Haus gedacht. Und hast du gerade aus welchen Häusern wir alle kommen. Organisationen sind sich da ähnlich. Glaube ich, ja. Wir haben jetzt ungefähr 15 Minuten Zeit darüber, über den Vortrag zu diskutieren. Mit Fragen sind von Ihnen, sonst gebe ich mal einfach einen Punkt, wie geht ihr denn praktisch vor bei so einer Analyse? Wie sieht das aus? Du hast gesagt, dass ihr erzählt am Anfang, aber wie läuft es denn weiter mit der Auswertung der Interviews? Wie lang ist der Arbeitsaufwand? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, also dieser Auswertungsprozess ist der größte Arbeitsaufwand. Also wenn man sich denkt, wir haben so 20, 25, 15 bis 20-seitige Erzählungen, die wir dann alle erstmal lesen und erstmal von unserem textanalytischen und narratologischen Background versuchen vorzuinterpretieren, also vorzuanalysieren, was ist in der Erzählung die zentrale Ereignisse, was sind Grenzüberschreitungen, welche metaphorischen Komplexe werden aufgemacht, welche Raumorganisation wird aufgemacht, wie sind diese Räume semantisiert und so weiter. Nach so einer Voranalyse arbeiten wir meistens dann 5-6 Tage am Stück zusammen, um dann gewissermaßen die Gesamtanalyse zu machen, diese verschiedenen Geschichten aufeinanderzulegen, rauszufiltern, wo sind ähnliche Konstruktionen in diesen Geschichten und konzentrieren uns dann auf die, also rauszuschälen, was dieses Metanarrativ ist, das die Unternehmensidentität eben ausdrückt. Also diese Analysephase, die dauert, wenn wir zu dritt arbeiten, 4, 5 ganze Arbeitstage mal 3, um das wirklich durchzuführen. Ja. Ich hätte auch noch eine Frage, die daran anschließt, an Ihre Arbeit. Also das, was Sie tun, ist ja letztendlich nicht wirklich kollaboratives Erzählen, sondern sozusagen
sozusagen, Sie stellen die Kollaboration ja erst nachträglich her. Ne? Genau. Das ist eine Einzelerzählung und Sie schaffen ja sozusagen sozial neutrale Rahmenbedingungen, also durch Anonymisierung. Mhm. Also sozusagen, die Idee ist eine individuelle Erzählung, die möglichst frei ist und Sie stellen dann im Nachhinein eigentlich eine kollaborative Erzählung sozusagen her. Genau. Und, also das ist das, was ich vorher gesagt habe, dass es nicht intentional kollaborativ ist, ja, sondern gewissermaßen erst ex post dann diese Kollaboration festgestellt wird. Meine Frage wäre jetzt die Rückkopplung sozusagen. Also Erzählung, das ist ja klar, also haben im Alltag eine soziale Funktion und wird Ihre hergestellte Gemeinschaftserzählung dann kommuniziert? Also und dann in welchem Rahmen? Das wäre die erste Frage. Die zweite Sache ist, Sie haben ja jetzt aber ein Modell eigentlich für eine kollaborative Erzählung in diesem Ebenenmodell vorgestellt, ne? Also dieses, wo sozusagen Negatives dann zum Neutralen wird am Ende. Also das ist ja eigentlich eine kollaborative Erzählung, könnte man sagen. Die hierarchisch geprägt ist, aber und eben dann sozusagen nicht funktioniert. Und da würde mich tatsächlich dann, also es geht ja in dieselbe Richtung, also wie kann man sozusagen da kommunizieren, was falsch läuft und da sozusagen eine Änderung im Erzählprozess selber erreichen. Mhm. Also zu Ihrer ersten Frage, kommuniziert wird in der aller Regel, werden die Ergebnisse und diese gemeinsame Erzählung den Mitarbeitern wieder mitgeteilt. In Mitarbeiterversammlungen, manchmal auch über Mitarbeiterzeitschriften oder durchs Intranet. In manchen Fällen nicht, also manche Führungen, denen das Ergebnis zu negativ ist, entscheiden sich dann dafür, das nicht zu machen, wovon wir immer abraten, weil sobald wir im Unternehmen drin sind und anfangen, den Leuten die Erzählungen abzufragen, haben die wahnsinnig hohe Erwartungen, dass endlich fragt mal einer, wie es mir wirklich geht, was ich erlebe. Und die dürfen eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde erzählen von ihrem Arbeitsumfeld. Das haben die seit 20 Jahren nicht mehr erlebt, weil ihre Führungskräfte hören nicht zu. Die eigene Frau oder der eigene Mann daheim, der kann es nicht mehr hören, sagt, geh weiter. Und dadurch sind wahnsinnig hohe Erwartungen verbunden. Und wir sagen immer am Anfang, wenn ihr uns holt, müsst ihr was damit machen und müsst es auch rückspiegeln, sonst ist es eher eine negative Intervention als eine positive. Und also quasi solche Erzählungen zu verändern, geht nicht auf rein narrativen Gebiet, also nur durch Kommunikation, sondern durch das Ermöglichen von anderen Erfahrungen der Mitarbeiter, die dann wieder zu anderen Geschichten führen. Also rein auf der Kommunikationsebene zu arbeiten, bringt meistens nichts. Also das ist auch, wir haben mal eine größere Studie gemacht über interne Unternehmenskommunikation und das wichtigste Ergebnis war, die ist im Wesentlichen für die Katz. Wichtig sind die Speisepläne der Kantine, aber alles andere, also einer hat gesagt, die Rundschreiben vom Vorstand, ich gehe einmal am Tag aufs Klo und das ist der Platz, wo ich die lese, sonst habe ich keine Zeit dafür. Also rein auf kommunikative Ebene kann man keine Veränderungen bringen, sondern das muss dann, wie ich an dem Beispiel von dem Change-Projekt eben gesagt habe, man muss dann ein kleines Projekt machen, das schnell umgesetzt wird und zu neuen Erzählungen führt. Wir haben da mal zu Ausnahmeerzählungen führt, die dann so ein großes Narrativ aufbrechen können oder anreichern können. Ja, ich wollte fragen, weil wir sagten, die sind nur relativ offen, die Mitarbeiter. Also sie stoßen eher weniger auf Widerstände, weil ich jetzt so am Anfang gedacht habe, naja, wenn die schon blockiert sind, da passiert nichts und so, dann kommt ja niemand von außen, dass sie vielleicht auch da eher Widerstände konfrontiert sind oder auch sagen, was wollen die jetzt? Ich soll eine Geschichte erzählen, verfühle vielleicht auch eine ungewohnte Form der Kommunikation Also es gibt diese Angst in unterschiedlichem Ausmaß bei Unternehmen, also es gibt eher angstfreie Unternehmen. Die meisten Unternehmen sind haben eine große Angstkultur und wir machen, also durch diese Anonymisierung schaffen wir da so einen Schutzraum. Also dass
die Führung weder weiß, mit wem genau wir gesprochen haben, noch die kriegen auch nicht die Einzelinterviews, sondern die kriegen nur diese abstrahierte Metanarrativ, also was dann dabei rausgekommen ist. Also das gibt einen Schutzraum und die Mitarbeiter kriegen sehr schnell das Gefühl dann, sie können steuern, was sie erzählen. Also wir versuchen durch diese nicht direktive Art, wie wir Interviews führen, sie müssen nicht erzählen, was sie nicht erzählen wollen. Die Strukturen mit der Grenzüberschreitung und dem zentralen Ereignis kriegen wir ohnehin raus, egal was die erzählen, weil sie es gar nicht anders erzählen können. Es gibt also ganz ängstliche, also dann sage ich manchmal am Anfang, also früher, als es noch Kassetten gab, habe ich gesagt, wenn Sie am Schluss entscheiden, Sie, ob ich die Kassette mitnehme oder Sie, jetzt sage ich, dann drücken wir gemeinsam auf den Löschknopf vom Aufnahmegerät, wenn Sie am Schluss sich so entscheiden. Hat aber noch nie einer am Schluss dann machen wollen, weil sie immer das Gefühl hatten, sie sind, also das ist wirklich ein geschützter Raum und es wird anonym behandelt. Ja, ich habe zwei Fragen. Und zwar, wenn Sie ein Unternehmen geben, hören Sie dann auch früher, waren wir kreativer, früher war alles besser. Und eine Lösung, die Sie anbieten, dass man die Geschichten jetzt anfangen soll, wie muss man sich das konkret vorstellen, also in einem ganz normalen Unternehmen? Zweite Frage. Sie sagten, das Familienunternehmen hält das Unternehmen auf, nicht weil sie die Familie aufrechterhalten will, und dass die Manager im Familienunternehmen halten das Unternehmen auf, nicht weil sie das Unternehmen aufrechterhalten. Nee, sondern die erhalten die Familie aufrecht oder versuchen die Familie zu organisieren, sodass es dem Unternehmen nützt. Genau, dass dem Unternehmen nützt. Genau. Mit dieser Information gehen Sie dann in dieses Unternehmen und also sagen denen das. Was für Konsequenzen ist da in diesem konkreten Fall in dem Unternehmen daraus geworden? Ich kann mir das so schön nicht vorstellen. Also in dem konkreten Unternehmen war es eine reine Forschungsgeschichte, die wir dem Familienrat dann vorgetragen haben. Da ist nichts draus geworden. Also der nichts Familienrat konkret. Weiß nicht, wofür. Genau. Ja, die Familie nee, also das war nur ein, das war nur ein Ergebnis. Also da gab es viele andere, also quasi wie die Weltsicht von dieser Familie ist auf das Unternehmen auch und wie das einer ökonomischen Rationalität, die in dem Unternehmen gilt, zuwiderläuft häufig. Also die konnten sich dann besser erklären, warum es häufiger Irritationen gab, die sie sich vorher nicht erklären konnten. Und Ihre erste Frage, was war... Also früher war alles besser, weil früher war das Unternehmen kreativer und das ist die Antwort, darum die Geschichten sollten jetzt beginnen. Ist das dann die Antwort, die Sie gerade sagten, dass man ein Projekt aufgleist, damit sozusagen in der gemeinsamen Arbeit so etwas entsteht, wie Sinnstiftung oder was auch immer? Das Problem ist, ein Unternehmen macht ein Change-Projekt, sagt... Strategie 2015, da wollen wir dies und dies und dies haben. Und es wird letztlich, narrativ gedacht, wird da nur ein Endzustand beschrieben. Und es wird völlig außer Acht gelassen, wo das jetzt genau aufsetzt, auf welchem Zustand des Unternehmens es genau aufsetzt, dieser Endzustand. Also der ist rein Papier dann. Und das ist häufig das Problem. Und Zukunftsgeschichten jetzt beginnen zu lassen, heißt, also wenn wir sagen, wir sind 2016 der kundenfreundlichste Schienenverkehrsanbieter Europas, dann wird das immer so definiert als Endzustand. Und dann müsste man sich mal anschauen, wo stehen wir eigentlich jetzt genau? Von den Mitarbeitern her, von den Kunden her, Befragungen helfen da nichts. Befragungen kann man in der Regel in die Tonne treten, da kommt nichts Wichtiges raus, sondern wenn man wirklich analysieren will, wie ist eigentlich der mentale Zustand im Jetzt, dann kann man sich Schritte überlegen, wie komme ich narrativ zu diesem Endzustand. Und das wird meistens außer Acht gelassen. Was ich jetzt so sagen wollte, ist natürlich im Beratungsbereich, in der Betriebswirtschaft, das, was man den ressourcenbasierten Einsatz nennt. Die gehen natürlich ein bisschen nicht narrativ daran, aber es ist genau die Idee, dass man diesen, was weiß ich, Portfolio und anderen Analysen, die vom Markt her gehen, entgegensetzt, dass man da ansetzt, wo das Unternehmen steht. Das zwar nicht im engeren Sinne im Bereich von Identität, aber Kompetenzen und so weiter, wird ganz klar überschneidungsgewicht. Was ich aber auch noch fragen wollte, ist, ob man diese Methode aus dem offensichtlich rein qualitativen, mit im weitesten Sinne digitalen Methoden auch ins Quantitative bringen kann. Also ich sage, ich habe dann zum Beispiel 100 Interviews
und macht dann Sentiment Analysis oder Text Clustering oder was es da so gibt und versucht da schon mal bestimmte Erkenntnisse daraus zu gewinnen und versucht mir vielleicht daraus, aus den 100 Interviews dann 5 mit bestimmten Eigenschaften rauszusuchen, an die ich dann qualitativ gehe. Also damit habe ich keine Erfahrungen. Ich glaube auch nicht, dass es geht irgendwie. Also quasi, weil so komplexe Zusammenhänge wie Raumorganisation, semantische Räume, Sie haben das gesehen bei der tropischen Rede, wo es überhaupt keine Gemeinsamkeiten auf der Textoberfläche gibt zwischen diesen verschiedenen Metaphern, aber in der Semantik Gemeinsamkeiten gibt. Das bin ich sehr skeptisch, ob man das in nächster Zeit digital machen kann. Wir machen manchmal einen umgekehrten Weg, um auch Zahlen zu bekommen. Das ist, dass wir erst so eine Storytelling-Analyse machen und dann Kernaussagen mit Likert-Skalen abfragen, ob Zustimmung oder Nicht-Zustimmung bei den Mitarbeitern, sodass man dann sehr hohe Zahlen nochmal hat. Also wir haben mit 20 gesprochen, schicken dann so einen Fragebogen an 3000 Leuten und schauen, inwieweit da die Zustimmung oder die Nicht-Zustimmung zu diesen Kernsätzen ist, die naturgemäß dann immer sehr hoch ist, weil es eben die erlebte Realität widerspiegelt. Und noch eine Frage. Diese Identität, die ist ja jedenfalls nach der Idee der Manager beim Unternehmen gefasst und sowas wie ein Mission Statement. Genau. Spielen diese Mission Statements als Input oder dann als Output-Daten bei dem Prozess irgendeine Rolle? Also als Input wird es uns immer auf den Tisch gelegt, spielt aber in Wirklichkeit keine Rolle. Das sind papierne Dinge. Also unser schönstes Erlebnis war mal bei einer Werksführung in einem Straßenbahnwerk. Hat uns ein Meister durch das Werk geführt und dann stand da so eine Stele. Und er hat gesagt, ach ja, das sind unsere Unternehmensleitsätze, die stehen immer im Weg rum, kommen Sie weiter. Also das ist in der Regel Papier, reines Papier. In einer anderen Richtung, also wir versuchen dann manchmal eine Art Mission Statement in narrativer Form weiterzuentwickeln. Zum Beispiel als kleine Broschüre, in der zum Beispiel wichtige Erzählungen drin sind, wie gehen wir mit Kunden um? Aber dann authentische Erzählungen, die aus dem Feld kommen. Wie gehen wir mit Führung um? Wie gehen wir, also als kleine Geschichten, aber nicht als solche Absichtserklärungen, wie sie normal in Mission Statements oder Leitbildern formuliert werden. Und ich meine, wenn man ein bisschen formulieren kann, wenn man sich die meisten Leitbilder von Unternehmen anschaut, die hätte man in 5 Minuten hingeschrieben und die werden aber meistens in halbjährigen Workshops erarbeitet. Wir wenden die gleiche Methode an, auch für Kundenanalysen, also wo wir dann keine biografischen Erzählungen sammeln, sondern Erzählungen zu dem Produktumfeld und dem Lebensumfeld, in dem das Produkt eine Rolle spielt. Also zum Beispiel für einen Getränkehersteller erzählen Sie mal von Ihren typischen Abenden, wann gehen Sie weg, dann in welchen Situationen trinken Sie welche Getränke und also da immer Geschichten sammeln zu lassen. Ja, neulich kam ich aus einer Tagung raus und dann, dieses Bier hat so richtig gezischt. Also solche Geschichten dann zu sammeln und daraus dann so ein mentales Modell rauszukriegen. Wie aktivieren Sie die Leute? Also wie kommt dann die Kunden einfach von Kunden rein? Oder wie? Eigentlich durch A, Mundpropaganda, B, durch unsere Bücher. Also wir haben festgestellt, am Anfang haben wir versucht, kalt zu akquirieren, was aber bei so einem komplexen Ansatz sehr, sehr schwierig ist. Aber durch in Vorträgen, in Workshops, in Seminaren und durch die Bücher versuchen wir immer wieder diese Methode bekannt zu machen. Ja, ich möchte Ihnen danken für den sehr inspirierenden Vortrag. Also ich werde jetzt meine Standarderzählung, wenn also meine Studierenden zu mir kommen und dann mal fragen, was denn aus ihnen werden kann, in der Ethnologie, ihnen auch dieses Berufsfeld empfehlen. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Ethnologinnen und Ethnologen da sehr... Absolut, ja. Ja. Und anschließend an das, was Herr Renner eingangs gesagt hat, ist es tatsächlich so, dass das geradezu anregend ist, das auch mal auf die eigene Institution hier zu beziehen. Das kam mir während Ihres Vortrags andauernd.
dauernd, aber jetzt auch gerade nochmal mit den Leitlinien, die also in diesem Straßenbahnwerk beiseite geschoben wurden. Wir haben hier diese wunderbare Broschüre gekriegt mit diesen 12 Führungsleitlinien, Prinzipien guter Führung an dieser Universität. Da ging es hochher, zumindest bei uns im Institut. Ja? Man sprach von Mao-Bibel und ähnlichem. Also von da daher, sehen Sie, welche Narrationen sowas auslöst. Ja, ja. Von daher ist es jetzt so, wir werden uns also hier Unternehmen sicherlich nicht leisten können als Analyse durchführende, aber vielleicht können wir mal probieren, ob wir ein paar Magistranten oder Magistrantinnen. Ja, und Sie haben ja die textanalytische Kompetenz im Haus. Ich denke gerade eher daran, wir sollten so unser Projekt als so ein Change-Projekt betrachten, dass aus diesen ganzen Erlebnissen, die wir da im Juni hinter uns gebracht haben mit der Exzellenzinitiative, wieder neuen Aufschwung gibt. Sind noch Fragen? Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei dir.